Schulterschmerzen lassen. Es geht weiter mit dem Fußohr. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon eine Lösung gefunden. Und alles in diesem Video. So, wie ihr sehen könnt, habe ich schon eine Lösung gefunden. Und die Teile sind schon schräg geschnitten. Habe ich ja angekündigt im letzten Video und auch gezeigt. Leider konnte ich die Teile dort, wo ich die gekauft habe, nicht schneiden lassen. Aber ich habe jemanden gefunden, der mir die schneiden kann. Weil mit meiner Kreissäge hätte ich das auf jeden Fall in der Qualität nicht hinbekommen. Und auch wie immer, vielen Dank hier von dieser Stelle nochmal. Natürlich habe ich was dafür bezahlt, ist ja Ehrensache. Ja. Ohne Geld haben wir alle nicht so gute Karten. Also immer ein bisschen Geld ist immer gut, ja, und das hilft auch immer weiter. So, und den Rest zeige ich euch jetzt. Also Schrauben sind da, wie man sehen kann hier. Schrauben sind da. Also ich habe auch noch einen Tipp bekommen, weil sowas mache ich wirklich nicht so oft. Also Holzverarbeitung ist nicht so mein... Aber wie gesagt, so wie es aussieht, bekomme ich das gut hin. Und ich habe einen Tipp bekommen mit Vorbohren, ja. Das machen wir natürlich, ja. Wir bohren das natürlich vor und dann machen wir das mal und dann legen wir mal los. Ja. Bauen wir uns eine Schablone, damit wir ordentlich die Mitte treffen und dann geht's gleich los. So, als erstes würde ich mir so eine Bohrschablone machen, ja. Das kann man halt mit so einem Rest machen, den habe ich jetzt abgeschnitten von so einem Rest, ja, von den Schrägen, ja. Und hier hätte man jetzt exakt das Loch, ja, und so kann man das auch exakt vorbohren, ja. Also so viel wie ich gelernt habe mit Holzarbeit, legt man da was unter, ja. Da habe ich jetzt gleich so zwei Latten gekauft, ja, die man hier unterlegt und da reißt es dann auch nicht aus, ja. Jetzt können wir uns hier dann schon Löcher anzeichnen, ja. Da zeichnen wir uns das Löcher an und dann bohren wir das mal hier eben mal schnell die Ränder ringsrum durch und dann schrauben wir dann das ganze Gestell dann drauf und dann sind wir für heute erstmal fertig. Ne? So würde ich das halt machen. Ja. Ich habe jetzt hier den Abstand auf 10 cm gemacht. Ja. Also haben wir jetzt hier alle 10 cm haben wir damit jetzt ein Loch. Ja. Das tun wir hier wieder über das Loch, ja, und dann bohren wir damit dann das nächste. Und dann und so weiter, ja, und dann wird das hoffentlich ganz gut fest werden. So, ich habe jetzt mal so eine Reihe fertig gebohrt. Also ich sag mal, das sieht schon ganz gut aus, so. Können wir es lassen, ja, super Abstand. Hier, das letzte haben wir ein bisschen vermittelt, ja. Das zeigt dann auch zur Wand, ja, das sieht man dann auch nicht. Wer will, kann sich es noch ganz genau ausmessen, ist auch kein Problem. So, also mit der Technik kommt man ganz gut zurecht, ja. Für die Seiten habe ich noch ein paar kurze Stückchen zum Unterlegen, ja. Also die kann man schnell hier runter. So sieht das Ganze dann aus, ja. Ringsrum gebohrt. So, fürs Erste ist der Diffusor fertig, ja. Mit ein paar kleinen Änderungen. Will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist, dass hier unten Luft reinkommt, ja. Sieht man hier auch, eben hier kommt die Luft rein, ja. Die Platte geht dann hier rüber, da kann ich jetzt auch besser alles dann abmaßen nochmal, wenn halt irgendwelche Änderungen sind, ja, das ist immer besser. Und dann schauen wir mal, dass wir die Platte bekommen und letztendlich muss da auch noch ein Kreisausschnitt rein, ja. Also davor kraut es mir jetzt ehrlich gesagt schon, ja, weil die Platten neigen halt meistens dazu auszureißen. Ja. Ich habe jetzt hier mehrfach welche geschnitten, ist noch nichts passiert. Ja. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht, wie es sich verhält, wenn wir jetzt da dann einen Kreisausschnitt machen. Ja. Und schauen wir weiter. So, ich denke mal, müssen wir jetzt ein bisschen warten. Die Platte kostet ungefähr um den fertig zu bekommen, fehlen noch auf jeden Fall die Rohre, 256 Euro. Und dann letztendlich fehlt noch die Platte, die kostet auch so um die 80 Euro. Und was fehlt denn noch? Und dann werden wir sehen, was noch so fehlt im Filter. Und das war eigentlich alles dabei dann letztendlich. Also nur noch die Platte. Ja. Also ich denke hier, diese Schrauben, die Schrauben zum Befestigen von der Platte habe ich schon da. Also ich hoffe, die sind nicht zu stark. Ja. Hier sind die Abstandhalter. Da werde ich vielleicht noch mal eine Tüte noch mehr kaufen. Dann werde ich vielleicht noch einen Abstandhalter drunter legen wegen der Unterlüftung.
Eigentlich wollte ich die Platte oben auch so machen wie hier. Das hat sich jetzt aber ergeben, so dass wir das so machen. Und ich denke, ich werde mit Abstandhaltern arbeiten, dass die Platte hinterlüftet wird. Und das muss dann reichen. Dann ist da nicht so eine ewig große Entlüftung oben. Und wir brauchen dann auch nur ein kleines bisschen oben, denn sonst wäre hier so ein Riesenloch eben, ja. Und wenn wir hier nur Abstandhalter nehmen, aber das zeige ich euch dann. Und dann bauen wir noch ein kleines Dach drüber mit so einer Platte und dann sieht es gut aus. Ja, und dann gut. So, heute ist Feierabend und dann müssen wir erstmal ein bisschen warten, dann müssen wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Hier bin ich schon fleißig am Arbeiten und meine ersten 10 Stück. So, wie ihr sehen könnt, wird schon fleißig gearbeitet. Ja. Also wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Ja, und der Diffusor, leider habe ich jetzt erstmal. Diese Woche weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen. Die Platte kann ich noch nicht bestellen und die Rohre kann ich auch noch nicht bestellen. Ja, das sind andere Sachen jetzt alles vorrangig. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, also ich schätze mal, so nächsten Monat könnte man vielleicht damit rechnen, dass man den dann mal an die Wand kriegen und da muss noch ein Loch gebohrt werden und so weiter und so weiter. Ja, also jedenfalls für das Gehäuse und für das Thema würde ich mich heute von euch verabschieden und dann wünsche ich euch einen guten Morgen, einen guten Tag und einen guten Abend und eine gute Nacht und alles, was ihr macht. Ja, bis bald.